Schönen guten Morgen auch von mir an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich werde heute ja ein bisschen was zur Berechnung des einzelnen Urlaubstages sagen. Ist ein bisschen Rudis Resterampe. Das letzte Mal habe ich ja etwas berichtet über die Anzahl der Urlaubstage, wie die sich möglicherweise verändern, wenn sich die Arbeitszeit verändert, insbesondere in der Anzahl der Tage. Und die Frage, wie ist denn dann der einzelne Urlaubstag vielleicht zu berechnen, insbesondere bei Alturlaub, der möglicherweise noch unter anderer Arbeitszeit, ich nenne das mal, erarbeitet wurde. Wie ist der abzurechnen, wenn der jetzt oder die Mitarbeiterin in Urlaub geht? Damit werde ich mich heute so ein bisschen beschäftigen. Ja, freue ich mich drauf, aber Frau Fasterding ist jetzt erst mal dran und erzählt uns ein paar andere Sachen, worauf ich mich sehr freue. Ich habe mich wieder vorgedrängelt. Das muss auch so sein, weil wir aktuell ist zur Pandemie haben. Und damit starte ich mal mit der Präsentation. Ja, es geht heute um die Neufassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung. Die Verordnung selber hat nur 5 Paragraphen. Der erste sagt, was die Zielsetzung ist. Der letzte sagt, wann sie in Kraft tritt und wann sie wieder außer Kraft tritt. Und dazwischen haben wir 3 Paragraphen, die uns beschäftigen. Die Regelungen sind heute in Kraft getreten, also brandaktuell. Und sie gelten bis zum 10.09.2021. Das liegt daran, dass bis dahin erstmal die epidemische Lage festgestellt worden ist. Ich hatte schon in der Vorrunde eben gesagt, die epidemische Lage wird unter Umständen weiter bestehen. Am 6. oder 7. September findet im Bundestag eine Sondersitzung statt. Sollte man am 6. September dazu kommen, dass sie fortbesteht, wird sie bis zum 5. Dezember gelten. Im Augenblick gelten die Regelungen aber bis spätestens 10.09. Wir beschäftigen uns zunächst mit der Frage, was ist mit den Tests angeboten? Da ist es so, der Arbeitgeber bleibt weiterhin verpflichtet, in den Betrieben mindestens 2-mal pro Woche an alle in Präsenz Arbeitende ein Testangebot zu unterbreiten. Die Nachweise sind bis zum 10.09.2021 aufzubewahren, ebenso lange wie die Neufassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung gilt. Davon gibt es allerdings auch Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, wenn denn alternative Schutzmaßnahmen vorhanden sind, kann das Testangebot entfallen. Es ist allerdings völlig unklar, was diese alternativen Schutzmaßnahmen sein sollen. Es gibt weder in der Verordnung selber noch in der Begründung einen Hinweis. Und alle Juristen, die gestern online waren, haben auch nur mit den Schultern gezuckt. Also den Punkt wird man im Augenblick vernachlässigen können. Wir warten ab, dass das Bundesministerium für Gesundheit da unter Umständen die FAQs entsprechend aktualisiert. Diese alternativen Schutzmaßnahmen haben einen Halbsatz. Und das heißt dort alternative Schutzmaßnahmen, insbesondere diejenigen, die nachweislich vollständig geimpft sind, können vom Testangebot ausgenommen werden. Gleiches gilt für diejenigen, die nachweislich eine Infektion mit dem Coronavirus hatten und wo die Infektion mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt. Die Gefährdungsbeurteilung, die die Betriebe zu erstellen haben, kann aber auch festlegen, ob ein Testangebot dennoch sinnvoll sein kann. So sagt es die Begründung der Verordnung. Das Problem dabei ist, dass der Arbeitgeber kein Fragerecht nach dem Impf- oder dem Genesungsstatus hat. Die Verordnung enthält diesbezüglich keine Regelung. Ausweislich der Begründung ist ein neues Auskunftsrecht auch nicht gewollt. Daraus leiten ein paar Juristen her, naja, also wenn kein neues Gebäude ist, dann gibt es ja vielleicht schon eins. Also unstreitig ist das für die Gruppe, die in § 23a Infektionsschutzgesetz genannt ist. Das sind diejenigen, die in medizinischen Berufen tätig sind, also Krankenhäusern, Altenheimen, Pflegeheimen, wo ja auch entsprechend der Arbeitgeber eher das Impfen anordnen kann. Allerdings muss man sagen, die Frage oder die Problematik besteht, ein Fragerecht ist nach wie vor streitig. Die BDA hat gestern sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, wir sind mutig. Wir glauben, dass der Gesundheitsschutz als Aufgabe des Arbeitgebers nur ordnungsgemäß wahrgenommen werden kann, wenn ich auch weiß, wer geimpft ist oder wer genesen ist. Und sie sehen darin keinen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Wir hatten in der Folge 10 uns schon mal ausführlich mit der Fragestellung befasst. Mittlerweile haben mehrere Landesdatenschutzbeauftragte auch auf ihren Homepages festgestellt, dass sie in dieser Befragung einen Verstoß gegen die DSGVO sehen. Also wir bleiben erstmal dabei, es besteht kein Fragerecht. Selbstverständlich kann jeder Mitarbeiter aber seinen Impfstatus oder auch seinen Genesungsstatus freiwillig mitteilen. Ja, das nächste ist die Frage,
haben wir noch eine Homeoffice-Pflicht? Nein, die Pflicht zum Homeoffice ist zum 30.06.2021 ausgelaufen. Die Pflicht war auch nicht in der Corona-Arbeitsschutzverordnung, sondern sie war im Paragraphen 28b Absatz 7 Infektionsschutzgesetz. Der war zeitlich begrenzt, ist nicht verlängert worden. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung hat in dem Paragraphen 3 nur die Vorgabe Kontaktreduktion im Betrieb. Der Arbeitgeber hat alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um betriebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren. Die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen ist auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren. Also die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung enthält damit weder eine Verpflichtung noch einen Anspruch auf Homeoffice. In der Begründung der Verordnung heißt es, zu diesen betriebsbedingten Zusammenkünfte sind auf das Notwendige zu reduzieren, beispielsweise auch durch die Möglichkeit des Arbeitens von zu Hause. Allerdings ist einhellige Meinung, dass es nicht Homeoffice-Light, also durch die Begründung, durch die Hintertür sozusagen doch eine Verpflichtung, sondern der Arbeitgeber kann es halt prüfen. Wenn er zu einem anderen Ergebnis kommt, dann ist das eben so. Tatsächlich werden viele Firmen so derzeit die Absicht, die Anwesenheit im Betrieb auf zunächst 30 oder 50% beschränken. Das hat seine Ursache darin, dass mit einmal eine Menge Menschen aus dem Homeoffice zurückkommen in den Betrieb und die Urlaubszeit auch noch ist. Das heißt, Menschen haben ihre Örtlichkeiten verlassen, sind unter Umständen auch ins Ausland gereist und da ist die Ansteckungsgefahr eigentlich wieder größer, weshalb die Beschränkung ein bisschen rückläufig ist. Sie sollten allerdings als Unternehmen Ihre Vereinbarungen überprüfen, denn bis gestern sind Sie einfach mit dem Homeoffice einer gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen. In dem Moment, wo Sie das Homeoffice jetzt so weiterlaufen lassen oder auch mobiles Arbeiten so weiterlaufen lassen, laufen Sie Gefahr, dass ein Rechtsanspruch entsteht. Ich sage das deshalb Gefahr, weil es unter Umständen ja so ist, dass Sie gar nicht so ein Recht auf Dauer einräumen wollen und weil wir immer noch den Referentenentwurf des mobile Arbeitsgesetzes in der Pipeline haben. Es ist nicht davon auszugehen, dass es noch vor der Bundestagswahl im September durchkommt. Aber die Experten, die ein bisschen näher dran sind als wir, rechnen damit, dass es spätestens im November Auftrieb haben wird. Und dort ist halt geregelt, dass grundsätzlich Arbeitnehmer einen Anspruch auf Homeoffice haben können und der Arbeitgeber sachliche Gründe braucht, die dem entgegenstehen. Und da ist halt ein bisschen was schon aufgeführt, wo man sagen kann, okay, müsste man beachten, auch jetzt, wenn man sich aufstellt, um entweder in Homeoffice oder auch in hybrider Form zu arbeiten. Was weggefallen ist, ist die Mindestfläche von 10 Quadratmetern pro Person in mehrfach belegten Räumen. Da kam dann gestern auch die Frage auf, ja, was gilt dann jetzt? Und es ist jetzt so, dass es keine Vorgaben mehr gibt, wie viele Personen in Großraumbüros arbeiten können. Zu beachten sind nur die Vorgaben der Corona-Arbeitsschutzregel, also mithin Abstand 1,5 Meter, Masken, Lüften und was wir sonst noch so hatten. Ja, als letztes noch die Frage, was ist denn jetzt mit den Masken? Ist das irgendwie anders geworden? Also der Paragraph 2 beschäftigt sich mit Gefährdungsbeurteilung und betrieblichem Hygienekonzept. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung setzt auf diese beiden Faktoren. Und in dem Absatz 2 heißt es jetzt, und das ist neu, ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass ein Schutz der Beschäftigten durch technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen nicht ausreichend ist und das Tragen medizinischer Gesichtsmasken oder der in der Anlage bezeichneten Atemschutzmasken durch die Beschäftigten erforderlich ist, sind diese vom Arbeitgeber bereitzustellen. Die Beschäftigten haben diese Masken auch zu tragen. Neu ist daran, dass die Maskenpflicht nicht mehr so detailliert geregelt ist, also der explizite Hinweis auf die Pflicht, FFP2-Masken zu tragen, fehlt. Es kam auch die Fragestellung auf, was ist denn mit den Geimpften? Müssen die denn auch Masken tragen? Also ausdrücklich ist das in der Verordnung nicht angesprochen, aber es dürfte im Hinblick auf die Regelungen, zum Beispiel in Geschäften, so der Fall sein, dass die Geimpften genauso Masken zu tragen haben, wo eben nicht andere Schutzmaßnahmen wie Abtrennungen, wie Abstände, wie Lüften und so weiter, die den Schutz optimal beinhalten, dass die genauso Masken zu tragen haben wie nicht geimpft. Ja, meine Damen und Herren, damit hätten wir die wesentlichen Inhalte der neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung einmal vorgestellt. Herr Pesara wird uns jetzt seinen Vortrag bringen und
Wenn nicht, fragen Sie am Ende einfach nochmal, was Sie so bewegt. Ich danke Ihnen erstmal und übergebe sehr gerne an Herrn Pessara. Ja, dann danke ich für die Erteilung des Wortes und für die Aufmerksamkeit, die mir jetzt vermutlich entgegengebracht wird. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich das alles hinkriege mit dem Bildschirm teilen. Ja, heute geht es um die Berechnung des Urlaubsentgeltes. Ich hatte es vorhin in der kurzen Begrüßung schon gesagt, das letzte Mal hatten wir uns damit beschäftigt, wie wirkt sich eigentlich die Änderung der Arbeitszeit, insbesondere die Veränderung der Arbeitstage auf Urlaubstage aus hinsichtlich Alt- und Neuurlaub. Und jetzt blieb noch die Frage offen, wie werden solche Tage jetzt eigentlich bezahlt? Und darum soll es heute gehen, also die Berechnung des Urlaubsentgelts in bestimmten Sonderfällen. Dazu müssen wir leider in Anführungszeichen erstmal so ein bisschen in die generelle Berechnung einsteigen. Wie wird eigentlich das Urlaubsentgelt berechnet? Da gibt es eine gesetzliche Vorschrift. Ich habe Ihnen die einfach mal hier kurz aufgezeichnet in § 11 Absatz 1 Satz 1 des Bundesurlaubsgesetzes. Dort steht, das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das der Arbeitnehmer in den letzten 13 Wochen vor dem Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsverdienstes. Diesen zweiten Halbsatz mit Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsverdienstes, den lassen wir erstmal beiseite. Den ersten Halbsatz merken wir uns vielleicht mal. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Grundsätzlich besteht ja die Möglichkeit, sich erstmal ganz gedankenoffen zu fragen, wie kann ich eigentlich Urlaubsentgelt möglicherweise berechnen? Es gibt ja einmal die Möglichkeit, sozusagen quasi nach hinten zu gucken und zu sagen, was war denn in der Vergangenheit? Vielleicht zahle ich das sozusagen einfach weiter fort. Das wäre das sogenannte Referenzprinzip. Und einmal gibt es die Möglichkeit, in die Zukunft zu gucken, beziehungsweise auf den tatsächlichen Urlaubszeitraum zu gucken und zu sagen, vielleicht müsste ich das Urlaubsentgelt ja auch irgendwie danach berechnen, was möglicherweise tatsächlich an Arbeitszeit durch Urlaubsgewährung ausfällt. Das wäre das sogenannte Lohnausfallprinzip. Und der Gesetzgeber hat sich im Urlaubsrecht der Bundesrepublik Deutschland im Grunde genommen für ein gemischtes System entschieden. Und diese Regelung, ich gehe noch mal eine Folie zurück, in § 11 Absatz 1 Satz 1 des Bundesurlaubsgesetzes ist im Grunde genommen die rückblickende Regelung. Die beschreibt nämlich letztlich nur, und dazu werden wir jetzt auch gleich kurz kommen, den sogenannten Geldfaktor. Das heißt, das Urlaubsentgelt als solches, was dann zu zahlen ist, ist eine Errechnung. Und zwar einmal aus dem sogenannten Geldfaktor, der eben aus Hand von Daten der Vergangenheit errechnet wird und der in der Zukunft liegenden Zeit, der sogenannte Zeitfaktor, die im Urlaub tatsächlich ausfallen wird, urlaubsbedingt sozusagen. Und das tägliche Urlaubsentgelt für den Urlaub berechnet sich eben nach dem Geldwert, also dem Geldfaktor, der rückblickend sozusagen errechnet wird, und der Anzahl der am konkreten Urlaubstag ausgefallenen Stunden. Das ist der Zeitfaktor, und so kann ich für jeden Urlaubstag im Grunde genommen ein Urlaubsentgelt errechnen. Das ist natürlich in Fällen, in denen ich verstetigt zahle, wo jemand im Grunde genommen einen verstetigten Monatslohn erhält, ist das nicht erforderlich, das so zu berechnen. Aber das ist erstmal der Grundgedanke. Und dieser Regelungsgehalt in § 11 Absatz 1 Satz 1 mit dieser 13-wöchigen Zeitraum, den es zu berücksichtigen gilt, dem sogenannten Referenzzeitraum, der ist eben in § 11 Absatz 1 Satz 1 geregelt. Dort kann man errechnen, was im Grunde genommen eine Urlaubsstunde wert ist. Darum geht es im Grunde genommen. Der Zeitfaktor hingegen, das heißt, wie viele Stunden werden denn jetzt pro Urlaubstag gezahlt, der ist in § 11 Absatz 1 Satz 1 Bundesurlaubsgesetz nicht geregelt. Dazu gibt es keine unmittelbare gesetzliche Regelung, aber es ist allgemein anerkannt, dass der Arbeitgeber die ausgefallene Arbeitszeit zu bezahlen hat, das heißt, die Zeit zu bezahlen hat, die der Arbeitnehmer an dem Tag gearbeitet hätte, wenn er nicht im Urlaub gewesen wäre, das sogenannte Entgeltausfallprinzip. Und aus diesen beiden Faktoren kann ich dann für jeden Urlaubstag das Entgelt letztlich berechnen. In einer weiteren Vorschrift in § 11 Absatz 1 Satz 2 Bundesurlaubsgesetz gibt es eine Regelung dazu, wie eigentlich mit Verdiensterhöhungen umzugehen ist. Es kann ja sein, dass in irgendeiner Art und Weise es zu Verdiensterhöhungen kommt, während der Urlaubszeit oder unmittelbar davor. Wie gesagt, in dem Zeitraum davor, zumindest in diesem Referenzzeitraum, 13 Wochen, kann ja möglicherweise noch ein anderes Gehalt gezahlt worden sein als möglicherweise während der Urlaubszeit selber. Hierfür gibt es in § 11 Absatz 1 Satz 2 Bundesurlaubsgesetz eine Regelung. Und wenn man sich den Wortlaut genau anguckt, ich habe das hier mal unterstrichen, im Gesetz ist das natürlich nicht unterstrichen, während des Berechnungszeitraumes oder des Urlaubs.
dann bezieht sich diese Regelung, die wir uns gleich noch mal kurz angucken werden, eben sowohl auf den Geldfaktor, also die zurückliegende Zeit, als auch möglicherweise eben auf den Zeitfaktor, also die Urlaubsstunden, die tatsächlich dann genommen werden, nämlich den Berechnungszeitraum oder den Urlaubszeitraum. Und da ist in dieser Vorschrift einfach geregelt, dass Verdiensterhöhungen, die nicht nur vorübergehender Natur sind, dass bei denen von dem erhöhten Verdienst auszugehen ist. Wozu kann das führen? Zum Beispiel dazu, dass eine Verdiensterhöhung eintritt nach Übertragung höherwertiger Arbeiten oder nach einer tätigkeitsunabhängigen Lohnerhöhung. Der Lohn wird allgemein oder für bestimmte Mitarbeiter einfach erhöht. Und das wird eine dauerhafte Zulage gezahlt. Aber auch, und so schreibt es der Erfurter Kommentar, die Erhöhung der regelmäßigen Arbeitszeit, auch die kann zu einer Verdiensterhöhung im Sinne dieser Vorschrift führen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel beginnend ab dem 1.3. eines Jahres in den Urlaub geht und er zum Beispiel ab dem 1.3. eines Jahres seine regelmäßige Arbeitszeit erhöht, dann würde für den Zeitraum des Urlaubs grundsätzlich erstmal von dieser erhöhten Arbeitszeit auszugehen sein und entsprechend würde der Zeitfaktor dann sozusagen bemessen werden. Das heißt, er würde dann in dieser Zeit auch mit den erhöhten Stunden bezahlt werden oder eben mit dem erhöhten Gehalt. Das ist die Regelung in § 11 Absatz 1 Satz 2 Bundesurlaubsgesetz. Das heißt, ich habe hier einfach mal ein Beispiel gebildet. Der Arbeitnehmer, der im Referenzzeitraum, also in diesen 13 Wochen vor seinem Urlaub, in einer Teilzeitbeschäftigung mit 20 Wochenstunden à 10 Euro einen Wochenverdienst von 200 Euro hatte, erhält im Urlaub eine Vergütung von 400 Euro, wenn er zu Beginn des Urlaubs zu einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden verpflichtet ist. Das heißt, da wird so ein bisschen dieses Referenzprinzip dann ausgehebelt. Und denkbar ist es auch, dass sich Geld- und Zeitfaktor erhöhen und der nun vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer eben nicht mehr 20 Euro in der Stunde erhält, sondern 10 Euro in der Stunde erhält, sondern 20 Euro in der Stunde. Dann ist er bei den 40 Euro und dann beträgt sein wöchentliches Urlaubsentgelt 800 Euro. Das ist also eine Regelung, die die Verdiensterhöhung sozusagen beschreibt. Dann gibt es in § 11 Absatz 1 Satz 3 Bundesurlaubsgesetz eine Regelung zu den Verdienstkürzungen. Ich habe die mal aufgeschrieben. Sie lautet Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum, hier scheint es also wirklich nur um diesen Referenzzeitraum zu gehen, infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben bei der Berechnung des Urlaubsentgelts außer Betracht. Wir nehmen das mal so hin. Die Kommentierungen dazu sind äußerst schmal. Die beschäftigen sich dann mit diesen Fällen der Kurzarbeit, der Arbeitsausfälle und der unverschuldeten Arbeitsversäumnis. Aber ob diese Regelung darüber hinaus in irgendeiner Art und Weise, worüber man ja nachdenken könnte, regelnde Wirkung hat, wird sehr schmallippig kommentiert. Im Erfurter Kommentar findet sich so gut wie gar nichts in einem Kommentar zum Bundesurlaubsgesetz, der sich nur mit dem Bundesurlaubsgesetz beschäftigt, findet sich dann auch weniger zu. Dabei könnte man möglicherweise ja aus dieser Vorschrift vielleicht für die Frage, um die es jetzt im Grunde genommen geht, was ist eigentlich mit Alturlaubstagen, die ich sozusagen nach Änderung der Arbeitszeit dann nehme, wie sind die zu entgelten? Vielleicht könnten die dazu ja, könnte diese Regelung dazu in irgendeiner Art und Weise einen Lösungsansatz bieten, aber allem Anschein nach wird das auf dieser Ebene nicht diskutiert. Es gibt zwei Urteile, die im Grunde genommen bestimmen, wie wir mit bestimmten Fällen umzugehen haben, wenn Alturlaub auf einmal genommen wird und sich da vielleicht die Arbeitszeit dann geändert hat. Das ist einmal diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 22.04.2010. Die ist letztendlich durch das Bundesarbeitsgerichtsurteil vom 20.03.2018, also relativ neu, bestätigt worden. Und dort ist aufgeführt, das Europarecht steht einer Regelung entgegen, nach der bei einer Änderung des Beschäftigungsausmaßes eines Arbeitnehmers das Ausmaß des noch nicht verbrauchten Erholungsurlaubs in der Weise angepasst wird, dass der von einem Arbeitnehmer, der von einer Vollzeit- zu einer Teilzeitbeschäftigung übergeht, in der Zeit der Vollzeitbeschäftigung erworbene Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub, dessen Ausübung dem Arbeitnehmer während dieser Zeit nicht möglich war, reduziert wird oder der Arbeitnehmer diesen Urlaub nur mehr mit einem geringeren Urlaubsentgelt verbrauchen kann. Das sagt also nicht nur etwas, diese Entscheidung zu der Frage, reduzieren sich möglicherweise die Urlaubstage oder ändern sich die Urlaubstage, sondern sagt auch etwas dazu zum Urlaubsentgelt. Und da sagt der Europäische Gerichtshof, nein, in solchen Konstellationen darf das Urlaubsentgelt im Grunde genommen nicht gemindert werden.
Das führt zu folgendem Beispiel. Der A, der Arbeitnehmer, hat in 2020 mit täglich 8 Stunden in einer 5-Tage-Woche gearbeitet. Er reduziert dann seine Arbeitszeit ab Januar 2021 auf täglich 4 Stunden bei einer 5-Tage-Woche. Also die Anzahl der Tage bleibt gleich. Er arbeitet sozusagen nur noch halbtags. Und er hat aus 2020 noch 10 Resturlaubstage, als das Jahr 2021 beginnt. Und dann nimmt er diesen Resturlaub aus 2020 in 2021. Und dann sind diese Resturlaubstage, die er noch hat, mit 8 Stunden pro Urlaubstag zu vergüten. Obwohl er tatsächlich nur, zwar für eine Woche 5 Tage Urlaub auch braucht, aber letztendlich nur urlaubsbedingt ja 4 Stunden in 2021 pro Urlaubstag ausfallen. Die Urlaubstage aus 2021 hingegen sind nur mit 4 Stunden pro Urlaubstag zu vergüten. Also hier sagt, das war die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vorher, dass gesagt wird, im Grunde genommen, du hast dir das vorher erarbeitet, das sind noch Resturlaubstage, die hast du dir noch mit 8 Stunden erarbeitet, die nimmst du jetzt in einem Zeitraum, wo du eigentlich nur 4 Stunden schuldest. Also werden die dir, wenn du einen Urlaubstag nimmst, aus diesen Resturlaubstagen auch mit 8 Stunden vergütet. Das ist im Grunde genommen noch einigermaßen nachvollziehbar, wenn man so von dem Gedanken des Wertguthabens ausgeht. Die spannende Frage ist natürlich, was ist im entgegengesetzten Fall? Anderes Beispiel. A hat in 2020 mit täglich 4 Stunden in einer 5-Tage-Woche gearbeitet. Er erhöht seine Arbeitszeit ab Januar 2021 auf täglich 8 Stunden bei einer 5-Tage-Woche. Er hat aus 2020 noch 10 Resturlaubstage. Also im Grunde genommen der umgekehrte Fall, den wir eben gehabt haben. Nimmt er diesen Resturlaub aus 2020 in 2021, den er sich ja eigentlich nur mit 4 Stunden erarbeitet hat, sind diese Resturlaubstage, die er aus 2020 in 2021 nimmt, dennoch mit 8 Stunden pro Urlaubstag zu vergüten. So die rechtliche Regelung. Und wo kommt das her? Ich habe hier so ein Smiley drunter gemacht, weil das natürlich in sich nicht besonders logisch ist. Dazu gibt es eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Relativ neu, 20.11.2018. Seitdem hat sich nicht mehr so ganz viel getan. Und ich habe die mal zitiert, ein bisschen eingekürzt. Und das Bundesarbeitsgericht sagt, § 1 Bundesurlaubsgesetz erhält für die Dauer des gesetzlichen Mindesturlaubs den Anspruch auf Vergütung der infolge des Urlaubs ausfallenden Arbeitszeit aufrecht. Werden Zeiten der tatsächlichen Inanspruchnahme der Arbeitsleistung bei der Berechnung des Urlaubs nicht berücksichtigt, wird dem Arbeitnehmer das hierfür zustehende Urlaubsentgelt vorenthalten. Der durch den Urlaub ausfallende Teil der Arbeitszeit, sogenannter Zeitfaktor, gehört zu dem unabdingbaren Teil der Bezahlung im Sinne des § 1 Bundesurlaubsgesetz. Die in § 1 Bundesurlaubsgesetz begründete Verpflichtung des Arbeitgebers, grundsätzlich alle infolge der Arbeitsbefreiung ausfallenden Arbeitsstunden zu vergüten, hat weder in § 11 Absatz 1 Bundesurlaubsgesetz, das war unsere Berechnungsnorm, noch an anderer Stelle im Bundesurlaubsgesetz eine einschränkende Regelung erfahren. Die Berücksichtigung der tatsächlich ausfallenden Arbeitsstunden ist dem Arbeitnehmer nach § 1, 3 und 13 Bundesurlaubsgesetz garantiert. Das heißt, hier wird scheinbar nicht mit irgendwie einem erarbeiteten Wertguthaben gearbeitet, sondern es wird einfach schlicht und einfach gesagt, wie viele Stunden fallen aus? In dem Moment fallen bei dir, weil du jetzt in 2021 Vollzeit arbeitest, also 8 Stunden am Tag, da fallen 8 Stunden am Tag aus. Wir gucken gar nicht mehr darauf hinsichtlich des Resturlaubs, in welcher Größenordnung ist eigentlich stundenmäßig der Resturlaub aus dem Vorjahr erarbeitet worden, sondern wir gucken uns da nur noch die Anzahl der Tage an und die müssen dann eben voll bezahlt werden. Ja, das sind sozusagen die Dinge, die im Moment in der Rechtsprechung festgelegt worden sind für die Frage, wie habe ich eigentlich Alturlaub zu vergüten, wenn ich ihn nach einer Änderung der Arbeitszeit unter einem neuen, ich nenne das mal Arbeitszeitregime, zu nehmen habe. Und da haben wir eben diese beiden Beispielsfälle gesehen, dass derjenige, der seine Arbeitszeit sozusagen senkt, trotzdem mit noch der Voll- oder der vorherigen Arbeitszeit pro Urlaubstag zu vergüten ist, hingegen derjenige, der seine Arbeitszeit sozusagen hochfährt und noch Alturlaub aus Zeiten hat, in denen er vielleicht weniger pro Tag gearbeitet hat, trotzdem voll vergütet wird. Das ist im Grunde genommen das, was ich Ihnen zum Abschluss der Dinge zum Urlaub, zur Änderung der Arbeitszeit und den Auswirkungen auf Urlaubs- und Urlaubsentgelt noch zu sagen hatte. Und damit ist mein Vortrag auch zu Ende und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin für Fragen natürlich offen. Ja, vielen Dank, Herr Pessara.
Das war wieder sehr beeindruckend, wie Sie diese schwierige Materie so einfach umgesetzt haben und wie viele Ungerechtigkeiten sich da doch ergeben. Also ich habe hier im Chat geguckt, im Augenblick sind da keine Fragen. Meine Damen und Herren, das freut mich. Ich wünsche Ihnen noch frohes Schaffen, schöne Restwoche. Wir sehen uns wieder am 15.07. Das Thema dann ist Brennpunktthema Arbeitszeiterfassung. Ich werde mir bis dahin die Mühe machen, alles zusammenzustellen, wie der Stand der Dinge ist nach dem EuGH-Urteil, nach Urteilen zur Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst, zum Arbeitsgericht Emden und zum LAG Niedersachsen und wie weit wir denn so sind. Ich freue mich auf Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Tamara Klingberg. Am 15.07. wie gewohnt ab 8.20 Uhr Einlass mit Smalltalk und Neuigkeiten aus allem, was uns bewegt und ab 8.30 Uhr mit Beginn des Ganzen. Tschüss!